Yo, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Teambuilding-Video, zum siebten. Und heute fangen wir mit einem Feuer-Pokémon mal an. Wir fangen heute an mit Majin, dem Mega-Kamerupt. Ich könnte auch Kamerupt nehmen, aber weil es sich ja dann sowieso mega entwickelt, machen wir direkt Mega-Kamerupt auch im Bild, ne, damit alles schon mal klar ist. Mega-Kamerupt hat einen Kamerupt-Need. Ganz klar, hat die Fähigkeit Rohe Gewalt nach der Mega-Entwicklung. Geil wäre ja, wenn es wenigstens Felskern hätte. Aber gut, okay, hat halt Rohe Gewalt. Dementsprechend muss man auch leider dann das Moveset darum bauen. Und die einzig nützlichen Moves, wie ihr schon seht, sind vier Stück. Nämlich Flammenwurf habe ich mir jetzt genommen, einfach der Einfachheit halber, weil Feuersturm daneben gehen kann und ich mir eigentlich nicht erlauben möchte, dass ein Angriff daneben geht. Klingt irgendwo blöd, aber ist halt so. Flammenwurf halt. Dann habe ich Erdkräfte. Erdkräfte wird auch nochmal durch rohe Gewalt verstärkt, genau wie Flammenwurf. Dann habe ich Antikraft. Antikraft, ein Gesteinsangriff, der ja auch nochmal durch rohe Gewalt verstärkt wird. Dadurch kann ich mir aber dann leider nicht boosten, was aber auch nicht übertrieben dramatisch ist. Und wir haben noch eine Kraftreserve für Pflanze, damit ich einfach irgendwelche Wasser- oder Boden-Pokémon treffen kann. Wobei ich kann aber wahrscheinlich nicht gegen ein Wasser-Pokémon kämpfen lassen, aber für den Fall der Fälle, man weiß ja nie. Die Kraftreserve Gestein ist halt für Flug-Pokémon. Ansonsten hätte ich gesagt, wenn wir die Antikkraft, nicht die Kraftreserve Gestein, wenn wir die Antikkraft nicht hätten, hätte ich sogar gesagt, wir machen Kraftreserve Elektro. Aber gut, lassen wir es so. Das ist auch so ein Standard-Set vom Smogon.com gewesen. Da habe ich mich dann auch nicht wirklich mit auseinandergesetzt, wenn ich ehrlich bin. Das war wirklich so die einzige Alternative, die mir dann da blieb. Und jetzt zur EV-Verteilung. Wir sehen, wir sind ausgestattet mit einer übertriebenen Speed. Mit einer übertriebenen Basis. Nein, warte. Mit einer übertriebenen Speed-Basis. So. Eine Initiative-Basis von 20. Oh, scheiße. Alter, das ist jetzt eine schwere Geburt. Was sehr schnell ist, was ultra schnell ist. Also, wow. Klasse. Würde ich jetzt ein Bizarro-Raum-Team spielen, würde ich sogar sagen, ey, wir nehmen Kamerupt und bringen ihm sogar Eruption bei. Was aber in dem Fall eher nicht der Fall ist. Weil Eruption überhaupt null Sinn machen würde. Außer ich würde übertrieben hart predikten und selbst dann noch nicht mal, weil ich so schnell bin. Wir haben alles auf die KP gepackt. Wir haben unseren Spezialangriff maximiert, damit wir guten Schaden machen können. Haben dazu ein mäßiges Wesen und die restlichen EV werden dann auf die Initiative verteilt, sodass wir ein kleines bisschen speziell und physisch ausgeglichen sind, was den Bulk angeht. So. Ich habe noch nicht gesagt, wo wir uns überhaupt bewegen. Wir bewegen uns diesmal im Underused, wir bewegen uns im Rarely Used, für die, die nicht wissen, was RU ist, ne? Rarely Used. Dann bewegen wir uns noch im Never Used und wir bewegen uns dann im Borderline 4, weil es die Bannliste zu Partially Used ist. Also unter diesen drei Tiers würde ich dann gerne spielen. Und wir sehen, wir haben so viel Auswahl an Pokémon. Das ist unglaublich. Also wenn sich da einer beschwert, ich würde nur Tier oder warum man tierbasiert spielt. Ne? Wir haben einen Haufen an Pokémon, aus denen wir auswählen können. Das ist unglaublich. PU wollte ich jetzt extra nicht nehmen, weil wir das jetzt schon beim letzten Mal hatten. Und na, wir nehmen jetzt einfach mal das NU auch noch mit. Somit haben wir Zugriff auf drei gute Tiers eigentlich und auch abwechslungsreiche Tiers. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt einen starken Kämpfer an der Seite. Und was eignet sich am besten für einen starken Kämpfer als mein Rasaf?
Grasaf mit dem Spitznamen Affenfaust trägt einen Walschal, ein Choice Scarf, hat die Fähigkeit Kurzschluss. Wenn's also einen Volltreffer abbekommt, warte, das ist doch ein Volltreffer, oder? Ja, wenn es einen Volltreffer abbekommt, erhöht sich sein Angriff um 6 Stufen. Warum jetzt hier 12 steht, weiß ich nicht, aber es sind nur 6. Ne, halt, der Angriff wird maximiert. So, Affenfaust hat Nahkampf, also Close Combat. Affenfaust hat den Zugriff auf Ice Heap. Dann hat Affenfaust, lass mich mal gerade ganz kurz gucken, die Steinkante, also Stone Edge. Und dann hat Affenfaust noch den Zugriff auf U-Turn. Falls jetzt irgendwie mein falscher Gegner für Affenfaust drin sein sollte, ist mir das vollkommen egal. Dann gehe ich nämlich auf U-Turn und kann dann schön auswechseln. So, wir machen das mal auf Level 50. Wir geben ihm ein frohes Wesen. Ein Jolly Nature, machen 252 in den Initiativewert, wir machen 252 in den Angriffswert, damit wir sehr gute Durchschlagskraft haben, und wir machen die restlichen 4 noch in die KP. Ich denke, damit kommen wir relativ gut klar. Wir haben dann somit was gegen Gestein-Pokémon, wir haben was gegen Flug- und Pflanzen-Pokémon, wir haben was gegen Flug-Pokémon. Und wir haben generell was gegen Psycho-Pokémon oder Unlicht-Pokémon. Halt auch mit Close Combat. Aber für den Fall, dass dann irgendwie ein Unlicht-Pokémon kommen sollte, das mir nicht gerade so liegt, habe ich ja immer noch Kehrtwende. So, jetzt müssen wir natürlich Margins übertriebene Schwäche eliminieren. Mir fiel gerade das Wort nicht ein. Aber ich habe jetzt einfach mal versucht zu improvisieren. Nämlich den Wassertyp. Der Wassertyp ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich würde ja gerne ein Pokémon mitnehmen, das die Fähigkeit Water Absorb hat. Water Absorb aus dem Grund, weil dadurch alle Wasserangriffe ins Leere laufen. Und was bietet sich denn da an? Wir haben... Ah, ich kann nicht weiter runter. Schade, dass ihr das jetzt nicht seht. Wir haben den Zugriff auf Apokalypse, auf Maracamba. Maracamba wäre auch vielleicht mal nicht schlecht. Wir haben Zugriff auf Branavart. Branavart ist auch nicht schlecht. Wir haben... Ihr seht es hier gerade ganz, ganz kurz. Wir haben den Zugriff hier auf Morlord. Mantax ist auch für eine spezielle Wall nicht schlecht. Lantern ist auch nicht übertrieben schlecht. Aber ich persönlich gehe ja jetzt mal in den Underused-Bereich und nehme Aquana. Wir nehmen Aquana. Was können wir denn Aquana für einen Spitznamen geben? Lass mal überlegen. Irgendwas Schönes. Dieser Moment, wenn die Auswahl des Spitznamen länger dauert als die Auswahl des Items. Denn wir machen nämlich jetzt erstmal hier Leftovers, die Überreste, haben Water Absorb als Fähigkeit, damit wir Wasserangriffen schon mal Blocker reinwechseln können. Und jetzt kommt natürlich die Sache. Was machen wir mit dem Aquana? Ich habe irgendwie so das Verlangen, einfach mal eine Vitalglocke darauf zu spielen, um Verbrennungen, Vergiftungen, eventuelles Einfrieren oder Paralyse einfach wegzumachen. Was bei Aquana auch relativ gut klappt, weil Aquana über viel Durchhaltevermögen verfügt. Dann braucht Aquana natürlich noch eine Attacke wie Siedewasser, um seine physische Durchhaltekraft
zu erhöhen. Und dann, was können wir dann machen? Wir könnten... Wir könnten Substitute machen. Wir könnten Delegator nehmen. Das Problem ist, wenn ich jetzt... Delegator, ich weiß nicht. Nee, wir machen Wish. Wir machen Wunschtraum. Und irgendwas, was ich noch nutzen kann, um andere Pokémon anzugreifen. Wie zum Beispiel... Aurora-Strahl, ja, ich weiß nicht. Da wäre Eisstrahl besser. Eissturm. Um den gegnerischen Initiativewert zu senken. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir machen Eissturm. Icy Wind klingt gut. So. Aquana. Wir haben Margin, Affenfaust und... Wie können wir Aquana nennen? Sorry, wenn ich das jetzt so ein bisschen... Wenn das jetzt alles so ein bisschen in die Länge zieht. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen mehr helfen. Ne? Schreibt mir irgendwelche Vorschläge dann unten in die Kommentare rein. Und wir machen Aquana zu einer speziellen Wall. Wobei, spezielle Wall? Oder doch physisch? Eine physische Wall wäre gar nicht mal so schlecht. Problem ist, wenn irgendwelche Elektroattacken kommen, weiß ich nicht, ob ich das durchhalte. So, lass mal gucken. Wie machen wir das? Machen wir das mit einem Bold Nature? Ich kann mich damit sogar anfreunden. Wir haben dann übertrieben viel Bulk auf der physischen Seite. Das ist nicht schlecht. Doch, das nehme ich. Das machen wir so. Naja, wie gesagt, mit dem Namen könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen. Irgendwas Gutes dann, wenn ich mir dann vielleicht rauspicken. So, wir haben eine Elektroschwäche, wir haben eine Pflanzenschwäche. Die Elektroschwäche könnte ich vielleicht mit Kamerupt umgehen, aber die Pflanzenschwäche und die Bodenschwäche nicht zu vergessen. Und was bietet sich da besser an als Trikefalo? Trikefalo ist echt eins meiner Pokémon, die ich häufig benutze, einfach weil sie auch so vielseitig sind eigentlich. Muss man sogar fast schon sagen. Ich würde Trikefalo am liebsten ein Wahlglas geben. Aber dadurch, dass ich ja auch ein bisschen wechseln will, was die Attacken angeht, gehen wir da am liebsten auf das Leben Orb. Die Fähigkeit, klar, ist Schwebe. Damit könnte ich schon mal immerhin ein Erdbeben aus dem Weg gehen. Weil mein Trikefalo einfach sagt, hey, weißt du was, du kannst mich mal. Geh mir in die Attacken über. Warte, erstmal machen wir Level 50. So, gehen wir auf die Attacken. Lass mal kurz überlegen. Ein Spitzname. Ich habe so übertrieben Probleme mit Spitznamen. Affenfaust war ja noch okay. Weil das mein Radar ist, was ich schon mal benutzt habe. Aber ich komme nicht auf einen guten Spitznamen für Trikefalo. Ich kann mir da nichts vorstellen. Keine Ahnung. Wir machen als starken Stab-Move Drachenpuls. Ich könnte Draco-Meteor machen, aber ihr seht, es senkt meinen Spezialangriff um 2 Stufen. Ich habe damit ordentlich Durchschlagskraft, aber das Ding ist, es kann auch daneben gehen.
was bei Drachenpuls nicht der Fall ist. Und ich habe, nein, nicht Aquatail, nicht Aquatail. So. Ja, Drachenpuls auf jeden Fall. Hallo? Drachenpuls. Dankeschön. Ich habe damit zwar 45 Stärke weniger, aber ich kann immerhin diesen Angriff immer wieder einsetzen. Das muss man so ein bisschen abwägen, was man da lieber macht. Und ich gehe noch auf einen Step Dark Pulse, also Finsteraura, wo wir auch nochmal die Chance haben, eventuell den Gegner zu flinchen. Wer weiß. So. Die Sache ist, was machen wir denn noch? Ich persönlich spiele ja meinen Trickelfalo am liebsten mit einer Lichtkanone, um eventuell Gestein-Pokémon anzugreifen, um Feen sogar angreifen zu können. Wer weiß, vielleicht komme ich ja in diese Situation und da ist es vielleicht nicht mal so übertrieben schlecht, Lichtkanone zu haben. Und die Sache ist, nehme ich Ruheort? Oder nehme ich auch hier wieder Kehrtwende, um eventuell auszutauschen? Das ist die Sache. Ich weiß nicht. Ruheort habe ich meinem beigebracht, also dem, das ich jetzt auf dem DS habe, im Spiel. Aber ich weiß nicht. Für hier, jetzt in diesem Teambuilding, macht Ruheort da Sinn? Klar, ich habe den Leben-Orb-Schaden. Aber ich werde sowieso nicht viel aushalten können, weil ich voll auf den Angriff gehen werde. Auf den speziellen Angriff. Da ist jetzt die Frage, mache ich da vielleicht sogar Rückenwind, um meine eigenen Pokémon zu supporten? Wobei es bei Margin überhaupt keinen Sinn machen würde. Oder gehe ich sogar auf Donnerwelle? Um den Gegner zu paralysieren, eventuell. Oder halt wirklich dann auf Kehrtwende. Weil zwei Pokémon mit so einer Attacke wie Voltwechsel und Kehrtwende sind eigentlich schon recht gut für mich. Zumal ich auch noch einen Spinner einbauen muss. Ich weiß nicht. Also, ich bin persönlich für Donnerwelle. Ich habe bis jetzt auch noch kein Trickelfalo gesehen, das Donnerwelle macht. Deswegen, wir experimentieren einfach mal. Versuchen wir es. So, wie schon gesagt, ich gehe auf volle Spezialangriff und auf volle Initiative. Und wir verpassen ihm ein... warte, noch ein bisschen was auf Spezialverteidigung. Und geben ihm, jetzt muss ich mal gucken, ein scheues Wesen oder ein mäßiges. Mäßig wäre natürlich schon richtig gut, um nochmal die Durchschlagskraft zu erhöhen. Scheu wäre aber nicht schlecht, weil dann könnten wir schon mal das ein oder andere Pokémon überholen. Zumal ich ja auch noch das Leben-Orb habe, um meine Attacken nochmal ein bisschen stärker zu machen. Ich denke, wir machen das mit einem scheuen Wesen. Machen wir so. Dann brauchen wir jetzt einen Spinner. So, wer von euch kann Rapid Spin? Lass mal schauen. Turtok kann Turbodreher. Turtok kann Turbodreher. Botogel kann Turbodreher. Wow! Claydol kann auch Turbodreher. Hitmontop kann Turbodreher. Donphan kann Turbodreher. Die Sache ist aber, ich habe ja schon ein Boden-Pokémon und mir da jetzt noch eine zusätzliche Schwäche reinzuholen, ist nicht gerade das, was cool ist. Ja, ich bin jetzt eigentlich schon sogar dafür zu sagen, ich nehme Forstelka. Forstelka hat auch den Vorteil, dass es eigentlich nur eine Schwäche hat, nämlich Feuer. Und das können wir bedingt durch Trikefalo, Aquana und sogar
vielleicht durch Margin relativ gut abfangen, weil es dann nicht effektiv ist. So. Wir nennen dich... Boxy. Boxy das Vostelka. Boxy das Vostelka arbeitet mit Überresten. Wobei, arbeitet es mit Überresten, gepaart mit Robustheit? Ich weiß nicht so recht, also... Klar, ich kann einen Angriff überleben. Der nächste Angriff würde eh ins Leere laufen. Eine Lumberry. Ja, wir nehmen einfach eine Pronosbeere. Falls man mich vergiften sollte... Nee, vergiften. Ja, klar. Falls man mich paralysieren sollte... Oder falls man mich verbrennen sollte... Kann ich immerhin noch sagen, wir haben die Pronosbeere. Überreste habe ich bisher immer gespielt, aber das macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn. Wir nehmen die Pronosbeere. So, wir haben als Fähigkeit Robustheit. Wir machen Volt Switch. Einfach um eventuell austauschen zu können, falls mein Gegner denkt, hey, wir haben jetzt plötzlich... Vostelka vor uns und schicken dann Wasser-Pokémon rein und machen Siedewasser. Dann kann ich sagen, pass auf, ich mache jetzt Voltwechsel. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es so kommen sollte. Rapid Spin auf jeden Fall. Und jetzt muss ich überlegen, es hat den Zugriff auf Tarnsteine, also Stealth Rock, oder? Stealth Rock auf Toxic Spikes. Mhm. Und den Zugriff auf die normalen Spikes. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, die Toxic Spikes... Die Toxic Spikes. Die nehmen wir. Wir nehmen die Toxic Spikes und die... Und den Stealth Rock. Falls mein Gegner mit einem Gift-Pokémon kommt, okay. Dann habe ich aber immer noch die Tarnsteine draußen. Und falls mein Gegner dann immer noch meint, Turbodreher machen zu müssen, kann ich trotzdem noch mit Vostelka drinbleiben, weil Vostelka das relativ gut abfängt. Was natürlich dann Robustheit kaputt machen würde. Aber okay. Aber ich denke, das ist eigentlich mal gar nicht so übertrieben verkehrt. So, wir sorgen dafür, dass Vostelka... physisch eine Menge aushält und speziell eine Menge aushält. Wir geben ihm ein Wesen, das den Angriff runter macht und den Spezialverteidigungswert hoch, also kaum. Sorgt dafür, dass du auch noch ein bisschen KP bekommst und wir haben da doch schon ein kleines bisschen was, wo ich sagen kann, hey, da könnte man das ein oder andere aushalten, eventuell. Aber wir sehen schon, Vostelka ist relativ langsam. Und das könnte ein Problem geben. Das könnte ein Problem werden, aber wenn wir richtig wechseln, oder den Wechsel des Gegners richtig ahnen, wer weiß, vielleicht klappt's ja. Aber somit hätten wir auch schon mal das Entry-Hazard-Problem, also das Problem mit den Tarnsteinen, Stachlern, Giftspitzen, schon mal geklärt. Und jetzt brauchen wir noch irgendwas, was so noch mal ein bisschen für Schaden sorgt. Wir haben einen physischen Angreifer, wir haben eine physische Wall, wir haben zwei spezielle Angreifer, normalen physischen Angreifer. Ich meine, ich sehe schon hier Macho Mai, aber ich habe Affenfaust, deswegen macht das keinen Sinn. Wir haben Mammutöl.
Mammutel. Ich muss sowieso aufpassen. Ich habe ein Trikefalo, da kann ich nicht noch ein Mammutel bringen, weil ich nichts habe, um Kampfattacken abzufangen. Wie wäre es dann, wenn ich... gegen Feen bin ich auch extrem schwach, sehe ich gerade. Ein Gift-Pokémon oder ein Stahl-Pokémon. Wobei, Stahl habe ich... Dann wäre vielleicht ein Gift-Pokémon nicht ganz verkehrt. Und was sehe ich da? Was sehen meine Äuglein? Toxiquark. Ich muss mal gerade gucken. Wo ist Kamerupt nochmal angesiedelt? Ich will auch gucken, dass ich von allen möglichen Tiers so viel wie möglich mitnehme. RU. Primeape ist im NU. Vaporeon ist im UU. Okay. Du bist auch im UU. Und du bist im UU, nehme ich an. Ja, dann würde ich sagen... Irgendwas... Na, nicht Toxiquark. Toxiquark wäre jetzt gut, hat aber auch eine vierfach Psychoschwäche. Was das Ganze noch ein bisschen schwieriger machen könnte. Irgendwas, was Fee abfängt. Klar, ich habe auch noch Kamerupt, aber man weiß ja nie. Irgendwas Poison-mäßiges. Leute, da fällt mir gerade was ein. Da fällt mir gerade was ein. Ich hoffe, das geht. Wie wär's, wenn wir aus dem RU... Wo haben wir es? Da. Piondragi nehmen. Piondragi finde ich ganz gut. Piondragi finde ich echt gut. Piondragi wird ausgestattet mit einem... Mit welchem Item? Mit Giftschleim. Black Sludge. Weil es ja auch ein Gift-Pokémon ist und warum nicht nutzen? Sniper nehme ich, damit die Crit-Chance erhöht wird. Ich könnte auch auf eine Zoom-Linse gehen. Nicht eine Zoom-Linse, sondern eine Scope-Linse. Eine Scope-Lens. Könnte ich auch, damit ich dann nochmal meine Crit-Chance weiter erhöhen kann. Aber ich bin eigentlich... Nee, ich bin für den... Für die Recovery. Und ich habe so schon trotzdem mit Sniper dann die erhöhte Volltreffer... Die verstärkte Volltreffer-Chance, dass wenn einer kommt... So, wir haben als Poison Move haben wir Poison Jab, also Gift Heap. Oder wir haben Cross Poison, also Giftstreich. Giftstreich. Oder es sind 10 Stärkepunkte weniger, aber ich habe hier die erhöhte Crit Chance. Wir machen Giftstreich. Dann brauchen wir was Dark-mäßiges. Dark, wie wär's da? Es kann Knock-Off, das ist sehr gut. Hab hier zwar mit Nachthieb die erhöhte Volltreffer-Chance, aber Abschlag schlägt immerhin das Item ab, was durchaus Sinn machen könnte. So, dann würde ich noch auf Erdbeben gehen, um irgendwelche anderen Gift-Pokémon, Feuer-Pokémon, Gestein-Pokémon anzugreifen. Und dann würde ich gerne noch... Was haben wir denn da noch? Schaufler? Nein. Stachelfinale? Ja, ist ganz nett fürs Late Game, aber so wäre es wahrscheinlich ein Move, den ich nicht brauche. Eisenschweif? Nee. Nadelrakete. Nee, ich denke, hier unten werde ich nicht wirklich was Gutes finden. Deswegen würde ich schon sogar fast sagen, wir gehen auf Verfolgung. Dass, wenn mein Gegner austauscht, ich ihn immerhin mit einer verstärkten Step-Attacke treffe. So, wir machen das mal kurz auf Level 50, damit wir sehen, hey, wie sieht es denn mit den Werten aus?
Da ich Black Sludge habe, will ich auch versuchen, so viel wie möglich auszuhalten. Gehen auf vollen Angriff, machen dann ein hartes Wesen. Und den Rest packe ich auf die Spezialverteidigung. Man weiß ja nie, vielleicht hilft mir ja genau dieser eine Punkt. Dabei eine spezielle Attacke auszuhalten. Wer weiß. Aber das war's dann jetzt erstmal von diesem Team. Ich persönlich finde es ganz gut. Und wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, schreibt es mir einfach dann unten in die Kommentare rein. Und falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, schreibt die auch ruhig rein. Ist kein Ding. Aber das war's dann von meiner Seite aus. Wie gesagt, NU, RU und UU als Tier. Und halt diese Bannlisten, ne, von wegen Borderline, ich weiß jetzt nicht, ich glaube Borderline 2 und 4. Und das war's dann von meiner Seite aus. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann und hoffentlich spannende Kämpfe werden wir dann zu sehen bekommen. Macht's gut, haut rein und ciao.